Bei einem Angriff auf die südukrainische Stadt Saporischschja sind nach Angaben des Gouverneurs mindestens 3 Menschen gestorben. 19 weitere sollen verletzt worden sein, darunter ein 9-jähriger Junge. Aus mehreren Teilen der Stadt wurden Explosionen gemeldet. Nach russischer Darstellung wurde auch das nahegelegene Atomkraftwerk mit Drohnen angegriffen. Die russisch kontrollierte Kraftwerksleitung machte dafür das ukrainische Militär verantwortlich.